Über 300.000 Reisenden und Besuchern ist er zudem einer der meistfrequentierten Fernbahnhöfe der Deutschen Bahn. So werden auf 14 Gleisen täglich bis zu 1.200 Zugfahrten abgewickelt. Entworfen wurde das markante Gebäude von Architekten Meinhard von Gerka. Als nächstes passieren wir den Humboldthafen, um von der Spree auf den Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal zu gelangen. Nach Plänen des Architekten Peter Josef Lenné errichtet, besitzt der Humboldthafen eine Wasserfläche von 33.500 Quadratmetern sowie eine Wassertiefe von rund 3,50 Meter. Während Berlin noch eine geteilte Stadt war, verlief am westlichen Ufer des Hafenbeckens die Grenze zwischen Ost und West. Dadurch verfiel das Areal in einen jahrzehntelangen Dornröschenschlaf und erst mit dem Bau des Hauptbahnhofs stieg wieder das öffentliche Interesse, wodurch zahlreiche Neubauten rings um den Humboldthafen entstanden sind oder sich noch in der Entstehung befinden.